League 1, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode meiner persönlichen Team of the Season Predictions bzw. meiner persönlichen Team of the Seasons in den 5 Top-Ligen hier aus Miami, Florida, aus unserem wunderschönen Apartment mit unglaublich schlechter Kameraqualität, aber ihr müsst damit leben, weil ich kann es halt nun mal nicht anders auf die Beine stellen momentan, dass ich es hier so bewerkstellige, seine schon meine, und so schlecht sind die Videos von der Qualität, glaube ich, gar nicht, von daher passt es einigermaßen. Heute sehe ich auch ein bisschen weniger sweaty aus bzw. ein bisschen weniger scheiße, das liegt ganz einfach daran, wir haben rausgekommen, wie die Klimaanlage richtig funktioniert, hey. Und dementsprechend haben wir jetzt hier dann ein bisschen kühlere Luft, was sehr, sehr schön ist. Wir sprechen heute über die Liga, das heißt eine Liga, die nicht ganz so populär ist, gerade in Deutschland nicht. Viele haben jetzt mittlerweile ein bisschen mehr ein Auge drauf, weil Draxler und Trapp da spielen, aber normalerweise ist die Liga immer die Liga, die so als schlechteste dargestellt wird, ist sie aber gar nicht. Muss man ganz ehrlich mal sagen, denn wir haben da zwei Teams drin, die extrem stark sind. Und zwar haben wir einmal PSG und Monaco. Dazu gibt es einen Olympique Lyon, es gibt noch einen Nizza, es gibt einen Marseille, die mittlerweile ein bisschen runtergerutscht sind. Allerdings, naja, Hiroki Sakai ist auch dahin gewechselt, von daher, nein, Spaß. An sich gibt es da viele Teams, die auf jeden Fall mithalten können mit anderen europäischen Top-Teams bzw. anderen europäischen internationalen Teams. Von daher sollte man die Liga nicht unterschätzen. Natürlich gibt es auch schwache Vereine wie Angers oder so, die können auch ärgern. Haben wir jetzt gerade bei Nizza gesehen, wo sie 2-0 auswärts gewonnen haben. Wie auch immer, sprechen wir heute auf jeden Fall über die Spieler, die ins Team of the Season in meinen Augen reinkommen sollten. Und wir müssen sagen, da haben wir vor allem, ja, so 3 Teams, also zumindest in der Startelf bei mir. Liegt ganz einfach daran, dass die 3 Teams die besten waren die Saison und das relativ schwer ist, da wieder anders reinzuwählen. Aber ich rede da gleich ein bisschen genauer drüber. Zunächst einmal, im Tor, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall den Daumen da oben da, schreibt eure Meinung, ja. Wenn ihr andere habt, auch gerne in die Kommentare einfach, ballert es da rein, das ist nicht so schlimm, wenn ihr irgendwie unterschiedlich habt. Nur ist halt meine Meinung und ich sage auch nicht, dass das Team auf die Team genauso kommen wird. Ich sage, dass es mein, also dass ich es so machen würde. Ja, ich habe natürlich auch ein paar Spieler nicht im Blick, ist auch, glaube ich, ganz normal. Aber ja, die Spieler, die ich im Blick habe, von denen weiß ich, dass sie gut sind. So, starten wir mal durch. Im Tor Subasic, in der Defensive CDB Pereira, Thiago Silva und Camille Glick. So, da haben wir schon mal die 3 Teams. Monaco, PSG und Nizza. Das Ding ist, man kommt in Frankreich nicht am PSG vorbei. Am Monaco dieses Jahr auch nicht, diesen Meister, glaube ich, sehr sicher. Und Nizza kommt auch nicht vorbei, diesen Dritter. Ja, dazu hast du natürlich noch Lyon, aber Lyon hat irgendwie relativ gestruggelt, habe ich das Gefühl. Und da gibt es halt nur 1-2 Spieler, die du wirklich reinnehmen könntest. Und da auf den Positionen haben wir auch andere, die richtig gut gespielt haben. So, Subasic, in meinen Augen der beste Torwart in der Liga. Sogar noch ein Stückchen besser als Trapp momentan. Auch wenn Trapp immer stärker wird. Aber Trapp hat am Anfang, finde ich, Fehler gemacht. Deswegen Subasic im Tor. CDB hat sich unglaublich entwickelt, genauso wie Pereira. In der Saison, Pereira ist ja ausgeliehen von Porto, glaube ich, an Nizza. Leider werden sie den wahrscheinlich verlieren, außer sie können ihn kaufen. Ja, aber beide unglaublich starke Saison gespielt. Auch viele Informs bekommen, dementsprechend gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie reinkommen. Thiago Silva muss man, glaube ich, kaum was zu sagen, weil Thiago Silva einfach der Baba-Defender ist in der Liga und Camille Glick genauso. Ja, der hat unglaublich stark gespielt. Einer der Gründe mit seiner Erfahrung, warum Monaco so weit oben steht, die haben ja ein extrem junges Team, aber der Kollege ist halt extrem erfahren, extrem gut. Ich bin mal gespannt, ob den Sommer irgendwo anders noch hin verschlägt. Der kam ja von Torino, vielleicht geht er jetzt nochmal zu einem richtig großen Verein. Ich könnte mir den in Madrid vorstellen, theoretisch, wenn Pepe weggeht. Aber naja, schreibt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren, sehr gern. Mittelfeld, Bakayogo. Ja, das ist ein bisschen die Frage, ob der vielleicht auf die Bank kommt. Und Verratti. Das sind so meine beiden zentralen Mittelfeldspieler. Muss aber dazu sagen, dass ich noch einen dritten zentralen Mittelfeldspieler nehmen möchte oder nehmen würde, weil ich mich bei den Außen so ein bisschen schwer tue. Ich glaube, Lemar kommt auf die Bank. Ja, bei mir, ich würde gerne noch Tolisso reinnehmen. Damit hätte man einen vierten Verein drin. Ja, Corentin Tolisso, in meinen Augen, der sehr stark gespielt hat diese Saison und der sich in Vordergrund gespielt hat vor allem auch. Sehr torgefährlich geworden ist, allgemein sich extrem weiterentwickelt hat und dementsprechend einer der Gründe ist, warum Lyon unter anderem auch im Halbfinale der Euroleague stand. Das Ding ist, wenn wir dann auf den Flügel gucken, da haben wir halt eigentlich nur einen Spieler, den wir hinstellen möchte und der ist kein typischer Flügelspieler, der ist ein Stürmer, das ist Mbappé. Den würde ich da aber mit zunehmen, weil, weiß ich nicht, Mbappé passt für mich, also ich habe halt 4-4-2 und 2 Stürmer habe ich so oder so und deswegen Mbappé quasi auf Außenbahn. Ja. Ich glaube, zu Bakayogo und Mbappé muss ich kaum was sagen. Unglaubliche Entwicklung genommen. Sehr junge Spieler, sehr talentierte Spieler. Und mit Monaco Meister und krass gespielt. Verratti, in meinen Augen der wichtigste Spieler im Mittelfeld von PSG. Ja, noch wichtiger als Di Maria, finde ich. Di Maria ist stark, keine Frage. Di Maria wäre auch der Flügelspieler, den ich am ehesten noch nach Lemar mit reingenommen hätte. Aber vielleicht kommt er auch mal auf die Bank. Ja, wir haben ja sowieso 18 Spieler, also genug Platz für Di Maria. Aber Verratti finde ich so extrem wichtig mit seinen Pässen, mit seinen Toren, die er ab und zu mal schießt, mit seinen Dribblings, mit seiner Übersicht, mit seiner Spielintelligenz. Der ist schon richtig stark. Ich bin gespannt, ob der im Sommer da bleibt, weil es sind ja viele an ihm dran. Müssen wir mal schauen. Und vorne drin haben wir dann noch 2 Positionen natürlich frei. Und da ist die große Frage, wen stellst du da hin? Weil die Liga, auch wenn Ibrahimovic mittlerweile weg ist, hat viele starke Stürmer. Muss man einfach so sagen.
Die haben da vorne auch bei den kleineren Teams immer mal wieder Leute wie letzten Jahr beispielsweise Mukanjo, die sehr viele Tore schießen und die sehr gut sind. Mbappé habe ich jetzt Gott sei Dank schon rausgenommen auf der Außenbahn. Dementsprechend habe ich da einen Platz mehr. Aber selbst dann ist es noch schwierig, weil wir haben beispielsweise einen Lacazette, den habe ich in meiner Startelf nicht drin. Ich glaube, der kommt mit rein. Ein Falcao habe ich auch nicht mit drin. Ich glaube, der kommt mit rein. Die in der Startelf bei mir stehen, sind einmal mein Lieblingsstürmer in FIFA 17, deswegen muss da mit rein und der hat sie einfach mega gemacht, finde ich, in der Liga. Das ist Mario Balotelli. Ne? Hat auch, glaube ich, drei Informs oder sogar vier, nee, drei Informs hat er und eine Screencard, genau. Also vier Informs oder vier Special Cards so gesehen. Und der hat einfach mega krank gespielt die Saison. Ja. Hat sich genauso entwickelt, wie ich es gehofft habe bei Nizza. Ja, Favre konnte mit ihm und er hat gezeigt, dass er doch was kann. Und dass er nicht nur Bad Boy Mario ist, der irgendwie die ganze Zeit nur Stress macht. Nein, der kann auch wirklich kicken. Und dazu ein Cavani. Da muss ich nichts zu sagen. Ich glaube 35 Tore oder so. Das ist wahnsinnig viele. Ne, 30 in der Liga? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall über 30 Tore in der Liga. Kranke Leistung. Ja, man hat gedacht, okay, Ibra ist weg, Cavani wird seine Spielzeit bekommen, Cavani wird aber nicht so ausrasten, weil er lässt viele Chancen liegen. Er hätte locker 40, 50 Tore haben können. Aber trotzdem hat er 30 gemacht und das musst du erstmal machen. Und auch wenn man jetzt sagt, voll die Bratwurstliga, warum hat kein anderer so viele Tore dann? Cavani ist schon Top-Stürmer, das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend steht er in meiner Startelf. Aber wie gesagt, wir haben viele andere potenzielle Spieler, die noch in diesem Team of the Season in der Liga drin sein können. Vielleicht in der Defensive. Thomas, glaube ich. Von Angers, der war letztes Jahr, glaube ich, mit drin. Allgemein so kleine Spieler oder von so kleinen Vereinen, auch beispielsweise in Hilton die letzten Jahre von Montpellier, Dante theoretisch von Nizza. Ja, aber lass mal in die Kommentare, vielleicht verfolgt ihr es noch ein bisschen mehr als ich. Ich habe vorhin die Top-Teams verfolgt, aber du kommst halt um die Spieler auch nicht rum und deswegen müssen sie in meiner Schale stehen, weil in der Schale stehen die mit dem höchsten Rating und deswegen rette ich mich damit so ein bisschen raus, weil ich die kleinen Spieler nicht so sehr berücksichtigen muss, weil die auf der Bank sitzen und die predict ich ja nicht. Zumindest nicht komplett, nur zu Teil von den Spielern, wo ich halt denke, okay, die müssten in der Startelf, aber da ist kein Platz. So, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Morgen geht's dann weiter mit der Serie A oder der Liga BBV, das weiß ich noch nicht ganz genau. Und ballert mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, ja, eure Team of the Seasons der Ligen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Beschreibung auf jeden Fall aus. Da haben wir Links zu IG Vault, 6% Rabatt, dann kommt das Gaming für eure Coins, Fieber Points, PSN, wenn ihr so gut haben, fürs Team of the Season nochmal eindecken mit dem ganzen Radotsch und mich damit unterstützen. Würde mich tierisch mal freuen. Macht das. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.